Und da seid ihr auch schon wieder. Wir machen nämlich jetzt weiter mit einer neuen Folge Far Cry 6. In der letzten Folge haben wir unsere Best Buddies verloren. Und wir prüfen jetzt einmal, ob wir den richtigen Weg haben. Da ist die Klippe. Da ist der blaue Pfeil am Stein. Kann losgehen. Die sind sowas von auf Kurs. Also ich spiele hier auf der PlayStation 4. Und ich muss sagen, so der erste Eindruck... Sieht ganz geil aus. Ist halt so ein bisschen auch Far Cry typisch, ne? Hey! Ich meine, der letzte Teil, der 5er, war ja schon cool. Auch von der Grafik her. Und auch vom Gameplay. Also mir hat der richtig gut gefallen. Der Marionettenspieler. Ist hier irgendwas Gutes hier für mich dabei? Bin mal gespannt, wie das Loot-System in Anführungsstriche ist. Also muss ich dem Blauen zu Libertad folgen. Ah, das hatten wir ja schon in der letzten Folge festgestellt. Also ich wollte sagen, so was man alles finden kann. Machete schwingen? Ja, Machete schwingen. Also wie wir es dann kombinieren, craften können oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall hier was zu mitnehmen. Munition? Nope. Eine blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Ein Befestigungsmaterial habe ich gefunden. Hier wurde er wohl erschossen. Blutverschmierte Nachricht. Raphael, nimm die Sprühfarbe und markiere die Wege. Damit werden wir sicher durch die Landschaft zu unseren Verstecken finden und den Patrouillen aus dem Weg gehen. Blau ist die wahre Farbe unserer Fahne. Nicht dieser Lumpen, den Castillo herumschwenkt. Clara. Lo siento. Deine Familie wird wohl nie erfahren, was mit dir passiert ist. Ich werde dafür sorgen. Wenn ich jemanden finde, erzähle ich von deinem Untergang. Keine Munition. Danke. Können wir weitergehen. Die Minimap zeigt mir nichts Gutes. Der Fiester. Ich muss aufpassen. Ich duck mich lieber. Lecker Kokosnüsse. Weil wir ja so viel geile Munition haben, unsere kleine Knarre zu benutzen, bin ich lieber vorsichtig. Das muss der Weg sein. Dann schleichen wir uns mal heran. Dass du für Libertad plünderst? Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du? Du wirst langsam ausgefallen. Eieieiei. Oh, looten tun wir automatisch. Für sie bist du nicht. Das ist ja cool. Oh, da hinten hockt noch jemand. Alter! Brutal. Sag ich dazu nur. Noch jemand nach Clara. Ja, wahrscheinlich alle. Die ganze Armee sucht Clara. Nein, wenn die Anführerin ist. Adieu. Alter. Ey, dreimal Machetenkill und dreimal eine andere Animation. Wie geil ist das denn? Einsammeln. Oh, was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionshose? Wie kann ich Ausrüstung wechseln? Ach, schau mal einer, guck. Was haben wir denn hier? Das ist die Pistole. Oh, nice. Einzigartige. Oh, 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 oh. Da gibt es aber, gehe ich mal von aus, eine Menge zu finden. Munitionshose. Okay, ist Level 1, wie es aussieht. Und hier unten ist dann Level 4. Wahrscheinlich ist das die Voraussetzung, dass wir sie tragen können. Ich habe da gerade irgendwo unser Level gesehen in dem vorigen Menü. Alles klar, da gibt es auch mehrere und es gibt ein Set. Prima. Da, hier, Level 1. Na dann, was haben wir noch? Inventar. Druckmaterialien, Teile, Schrott. Lagerressourcen. Handelsware, Tierfälle und Angeln können wir auch. Sonstige Klamotten, Banditos, Sprühdosen.
Aha. Ah, die Baseballkarte. Was haben wir sonst noch? Sammlung, Hähne, USB-Songs, alter Schwede. Es gibt eine Menge zu tun. Hier gibt es erstmal was zu lesen. Befehle. Gestern Nacht sank vor der Küste ein Flüchtlingsschiff. Findet das Wrack und durchsucht es nach Überlebenden. Falls ihr welche findet, bringt ihr sie direkt zur Plantage. Wir brauchen nach dem Cholera-Ausbruch mehr Leute auf den Feldern. Aber nicht mit mir. Mich kriegt ihr nicht als Lagerarbeiter oder Feldarbeiter. Sprühdose! Sieht gar nicht so hässlich aus, ne, oder? Irgendwie sexy. Die machen Petting. Alles klar. Ich glaube, es geht da lang. Aber ich schau mal hier vorne. Habe ich gerade irgendwie noch eine Tür oder irgendwie was gesehen? Ein Bunker. Aufklärungsbericht. Wie befohlen führte ich meinen Trupp um 0500 auf Streife. Gefreite Diaz verstauchte sich den Knöchel. Gefreiter Perez wurde zum Latrinendienst eingeteilt, da er versehentlich seine Waffe abfeuerte. Alles klar, die Armee ist von Idioten durchzogen. Keine Spur von Grillos. Sie sahen uns vermutlich kommen und sind zurück in ihre Löcher gekrochen. Wenn du es sagst, Bruder. Wir gehen jetzt erstmal straight zu Claras Lager, so wie es da oben auch steht. Was gibt es hier zu finden? Schön idyllisch hier. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jara verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon selbst Gespräche. Perfekto. Perfekto. Schweine. Wo bist du? Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ich hab's gehört. Ihr habt's auch gehört. Wo bist du? Ach, verdammt. Da. Oh, voll daneben. Erster Schuss voll daneben, ey. Liebe. Voll geil. Nein, wir legen es um. Ich lad mal nach. Ja, sicher! Die Sau der Hölle! Direkt hier den ersten Kontakt. Ey, es gefällt mir gut, dass wir sofort looten. Das war ja immer so ein bisschen nervig in den anderen Teilen. Das ist schon mal gut. Clara kann nicht weit sein. Obwohl, wenn ich mich recht entsinne, war das nicht in Teil 5 auch schon automatisches Looten? Oder war das eine Fähigkeit dann, die man dazu nehmen konnte? Ich weiß nicht mehr. Was haben wir hier? Ja, und ich brauche es eigentlich nicht mehr erwähnen. Die Leute, die meinen Kanal hier länger verfolgen, wissen eigentlich, was auf sie zukommt. Aber für die, die vielleicht neu dabei sind, ich spiele meistens sehr gründlich und ich werde mir hier alles anschauen. Und zwar alles. Ich werde versuchen, alles zu finden und alles mitzunehmen. Und deswegen habe ich mir auch die Ultimate Edition gegönnt. Das bedeutet, auch alle DLCs, was so kommt, werdet ihr alles hier auf meinem Kanal auch erleben können. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny, ein Freund von Lita. Silencio. Bist du der einzige Überlebende? Wow. Alter, diesmal nice. Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja. Glückspilz.
Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist, was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen, ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wärst keine Pussy. Komm in Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet, aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie 1000. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Hey, Compadre. Eine Gratiswaffe? Da sage ich nicht nein. FAL. Schönes Ding. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, ey, aber ich stehe auf ihre Stimme. Boah, die ist ja mal mega sexy. Ich mag aber auch seine, ne, von Dani. Finden wir Juan. Und auch diesen Akzent und auch dieses Mischen der Sprachen finde ich irgendwie ultra cool. Ja, stehe ich irgendwie drauf. Was machen wir nun? Wir müssen reden. Habe ich hier gerade gesehen, dass du Julio bist? Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Bereit, die Miete zu zahlen? Nein. Hier ist noch was. Gedruckte Nachricht. Die Invasion war ein Fehlschlag. Die Luftunterstützung so früh im Angriff zu verlieren, hat natürlich nicht geholfen. Aber wirklich vorbei war es, als die Marine unser Schiff entdeckte, bevor wir überhaupt Land erreichen konnten. Es ist deutlich, dass Libertad lernen muss, wie man kämpft und auch, wie man scheitert. Nicht jeder Kampf wir zum Sieg führen und wir dürfen vor allen Dingen nicht einfach so die Fassung verlieren. Ich habe von meinem Papa geträumt, ganz stumm. Er hat nie viel zu mir gesagt, wenn ich wach war. Warum sollte er jetzt damit anfangen? Ich sehe ihn, wie er im Lager steht und er sieht mich einfach nur so an. Mit dem Blick, den er mir gab, als ich das erste Mal verhaftet wurde, weil ich protestiert hatte. Scheiß auf ihn. Wenn ich ihn heute Nacht wieder in meinen Träumen sehe, fange ich an zu schießen. Was ich jetzt nicht alles für einen Sieg geben würde. Ja, das war wohl eher so eine private Nachricht.
Mach ich sofort, aber erst sehe ich mich einmal hier um. Zerfleddertes Essay von der Uni. Die Tränen Yaras von Clara Garcia. Mariposa Nocturna ist ein echtes yaranisches Original. Man findet sie sonst nirgendwo auf der Welt. Das Blau auf der wahren yaranischen Flagge steht für diese Blume. Ach, so ist das. Und die Farbe dafür wurde ursprünglich sogar aus ihren gemahlenen Blütenblättern gewonnen. Es heißt, wenn die Guerillo im Kampf für Yaras Freiheit... Es heißt, wenn ein Guerillo im Kampf für Yaras Freiheit fällt, wächst eine Mariposa-Blume neben seiner Leiche. Deshalb heißen sie Tränen Yaras. Das ist selbstverständlich nur eine Volkssage und hat mehr mit dem berühmten Gedicht von Lorenzo Canseco, oder wie man es auch immer ausspricht, zu tun als mit der Wahrheit. In Wirklichkeit bevorzugte die Pflanze trockene, abgelegene und schattige Plätze, also genau die Umgebung, in der auch Guerillos am besten gedeihen. Die Legenden von 67 haben mit diesen Blumen ihre sicheren Wege markiert, die weit ab von den Militärrouten verliefen. Bei der Suche nach der Guerilla sind die Soldaten nie darauf gekommen, zuerst nach den Blumen zu suchen. Ich sag ja, ziemlich bescheuerte Soldatos. Haben ja innerhalb von den ersten 2 Sekunden gecheckt. Gut, das nehmen wir mit. Egal was es ist. Die Waffe gucken wir uns sofort an. Ich möchte mich nur einmal kurz hier umsehen. Schon wieder was zu lesen. Ich komme ja vor, keine Ahnung, wie ein Geschichtenerzähler. Handschriftliche Liste. Die Idee hinter Libertad ist einfach. Wir sind alle Yaraner, die durch 4 Prinzipien verbunden sind. Erstens, freie Wahlen. Yaraner müssen in der Lage sein, ohne Angst vor Repressalien oder Zerstörung zu wählen, welche Art von Vertretung sie wollen. Zweitens, freie Meinung. In Libertads Yara gibt es keine Aufruhr, Verrat oder verbotene Lebensweisen. Praktiziere deinen Glauben, lebe dein Leben und liebe furchtlos. Drittens, freie Parias. Zwangsverpflichtete Arbeitskraft ist Sklaverei. Der Wahnsinn muss ein Ende haben. Ein Yara frei von Castillos. Diese Familie ist seit Jahrhunderten eine Plage für Yara. Wir haben genug unter ihren Händen gelitten. Wenn du den Hass und die Wut satt hast, schließe dich uns an. Wenn diese Prinzipien dein Herz ansprechen, schließ dich uns an. Wenn du willst, dass Yara frei ist, schließ dich uns an. Viva Libertad! Oh, ein Code? Keine Ahnung. Zeit, dass Juan nach Hause kommt. Ja, wir gehen ja gleich suchen. Entspann dich, Baby. Entspann dich. Ich will mich nur einmal hier kurz umschauen. Schließlich bin ich hier im Basiscamp. Und ich muss wissen, wo es zur Toilette geht. Ah, und eine Kiste mitnehmen. Na, guck. Munitionstrikot. Was glotzt du so, hä? Meinst du mich? Alte? Du bist neu. What is that? Schließe dich lieber Tat an. Du hast es in den Nachrichten gehört. Vielleicht hast du uns auch durch dein Dorf kommen sehen. Libertad ist hier. Clara Garcia ist gekommen, um dich von deiner Unterdrückung Angst zu befreien. Alles, was sie im Gegenzug verlangt, ist, dass du ihr zur Seite stehst, während sie dafür kämpft, Yara von Castillos Schreckensherrschaft zu befreien. Mein Name ist Lita und ich kämpfe für Yara. Was ist mit dir? Litas Notizen 5. Verborgene Geschichten. What? Was ist hier los? Wir sind jetzt hier. Wenn ich es richtig gesehen habe. Das. Litas Notizen 5. Lita wurde von ihrem Kampf geprägt und im Gegenzug half sie dabei, Libertad zu prägen. Ist also nur so ein Sammelobjekt. Aber dann weiß ich zumindest, wie die schon mal aussehen. Alter, das wird ja die Hölle. Das wird die Hölle. Gut, dass wir uns umgesehen haben. Ich meine, es ist jetzt nicht zwingend erforderlich, die Dinge zu finden, aber ich finde, wenn man sich diese Dinge auch durchliest, ergibt das alles dann letztendlich ein ganzes Bild. Und es macht einfach mehr Spaß, das auch einfach in die Welt einfach einzutauchen. Johanns fleckige Liste, ausstehende Reparaturen. Heckrotor, im Dorf nach Rasenmäherklingen gucken. Kaputtes Getriebe, in Autos nachsehen. Getriebe ist Getriebe, oder? Fluginstrumente mit Kurzschluss, Bordelektronik ist was für Amateure. Kugellöcher, so lassen, Kugellöcher sind cool.
Gebrochener Steuerknüppel, irgendwer hat immer einen Dildo. Rumfragen. Ich gebe ihm noch einen. Okay, oder es ist auch manchmal einfach erheiternd. Dann konnte er sich ganz gut behaupten. Ich glaube, er überlebt die Woche. Und wie kommst du? Ich glaube, wir gehen jetzt und nehmen die Mission an. Danny. Ja. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Also ein Mentor, der, ich sag mal, ja, Alkoholiker ist, ist nicht schlecht. Respekt, Alte. Und auch dieses, was hier gemacht wird, dass sie dann halt explizit dargestellt wird. Also das finde ich gut gemacht. Finde ich cool. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hol dir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Clara, ich hol dir Cortés. Kein Problem. Alles klar, jetzt wollen wir uns aber noch die Waffe anschauen. 0815 Sturmgewehr. Dann können wir uns natürlich auch noch das Munitionstrikot mitnehmen. Ah, okay, das habe ich ja jetzt erst gelesen. Wir können dann ein bisschen mehr Munition tragen. Alter, wie sieht das Ding denn aus? Das sieht ja aus wie vom Sperrmüll. Na dann. Soll diese Arschgeige wirklich hier bleiben? Wäre das ein Problem, Polio? Wir sind keine scheiß Wohltätigkeitsorganisation, Clara. Notizbuch. Einsätze, Geschichten, Schatzsuche. Schatzsuche? Ich sag ja, es gibt eine Menge zu tun. So. Lass dich da draußen rundum umdrehen. Ich werde es versuchen. Vollautomatisch können wir auch umstellen. Alles klar. Das ist alles wie gehabt. Jetzt müssen wir nur noch runterkommen. Nehmen wir die Seilrutsche. Hey, na? Wie läuft's? Läuft gut. Bei dir?